Hey Freunde, herzlich willkommen auf Karchen Knack. Willkommen zu einer neuen Folge, die heißt Karchens Geschenk. Viel Spaß. Oh, Mann, hab ich gut geschlafen. Wie spät ist es eigentlich? Hä, geht die Uhr richtig? Es ist ja schon fast 12. Nun, nein, das heißt ja, ich habe das Frühstück verpasst. Warum hat Carla mich nicht geweckt? Karlchen, Frühstück ist fertig. Oh Mann, da bin ich aber gerade rechtzeitig aufgewacht. Dann wollen wir sie mal nicht warten lassen. Guten Morgen, Karlchen, da bist du ja endlich. Guten Morgen, Mausebein. Rieche ich da frisches Brot? Ganz genau, schließlich ist heute ja ein besonderer Tag. Ah, sehr schön. Mal sehen, was die Zeitung sagt. Karlchen, hast du mir nicht zugehört? Ja, doch wirklich. Sehr interessant, Carla. Karlchen, ich warte. Karlchen! Mensch, Carla, was ist denn los? Ich gebe dir noch eine Chance. Denk bitte scharf nach. Oh je, Carla sieht ganz schön sauer aus. Habe ich etwas vergessen oder was falsch gemacht? Mal gucken, vielleicht liegt ja hier irgendwo ein Hinweis. Carla wird immer wütender. Und was ist denn mit da? Auf dem Tisch, da ist ein Kuchen. Habe ich etwa Geburtstag? Nee, das war doch erst. Und Hochzeitstag hatten wir auch schon. Kunus Geburtstag? Nee, das ist Weihnachten. Dann bleibt ja eigentlich nur noch... Oh-oh. Mausebein, alles Liebe von mir zum Geburtstag. Immerhin hast du dich doch noch dran erinnert. Und Karlchen, was hast du für mich? Was soll ich denn haben für dich? Na, ein Geschenk, Karlchen. Ich habe mir noch etwas ganz Besonderes von dir gewünscht. Ja, also dein Geschenk, das hat so Lieferprobleme. Und ich muss es schnell abholen. So, jetzt alles schön bunt malen. Kudo, 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 Kudo. Papi, was ist denn los? Magst du auch mit bunt malen? Danke für das Angebot, aber ich stecke gerade tierisch in der Klemme. Ich habe den Geburtstag deiner Mutter vergessen und nun erwartet sie ein Geschenk. Hast du eine Idee? Was, du hast Mamis Geburtstag vergessen? Du solltest es dir doch in den Kalender schreiben. Ja, ich weiß, aber ich habe nun mal keinen Kalender. Also was ist jetzt? Hast du eine Idee oder nicht? Mami wollte irgendwas Bestimmtes, aber ich weiß nicht mehr was. Ich weiß noch, dass es irgendein Schmuckstück war. Aha, also Schmuck, dann mache ich mich mal sofort auf den Weg. Okay, viel Glück, Papi. Und ich male weiter. Ah, perfekt. Das ist der Juwelier. Sieht alles gut aus. In Ordnung, ich glaube, die Luft ist rein. Wollen wir mal schnell Carlas Geschenk besorgen? In Ordnung, da bin ich. Jetzt muss ich nur noch die Tür knacken. Da ist keiner, da auch nicht. Dann mal los. So, hier ein bisschen und da. Ha, perfekt. Für ein Kinderspiel. Dann beeile ich mich mal. Carla wartet schon. Wow. Mann, hier ist bestimmt das Richtige für Carla dabei. So, jetzt nur noch abschließen und... Nanu, wie sind Sie denn reingekommen? Moment mal, Sie kenne ich doch. Sie sind doch dieser miese Einbrecher, der mir immer meinen Laden ausräumt. Ganz genau. Gestatten, Karlchen Knack, mein Name. Nun schon stillhalten. Uah. Was? Oh nein! Na bitte, schon viel besser. Du solltest immer nicht zu tief einatmen. Der Knebel ist nämlich meine alte Socke. Na sowas, dabei habe ich ihn doch gewarnt. Na gut, dann schnapp uns doch mal die Schmuckstücke. Ich nehme immer etwas von dem hier. Und Gold kann man sowieso immer gebrauchen. Und am Ende nicht den Safe vergessen. Irgendwas wird Carla schon gefallen. Jetzt schnell nach Hause. Da bin ich wieder. So, mein Liebling, alles Gute zum Geburtstag. Damit habe ich nicht gerechnet, Karlchen. Und, gefällt's dir? Sehr nett, Karlchen, aber dieses Collier habe ich schon dreimal. Wo ist das Geschenk, was ich mir von dir gewünscht habe? Mausebein, ich habe leider keine Ahnung mehr, was du dir von mir gewünscht hast. Was? Das ist doch nicht dein Ernst! Ah. Und komm erst wieder, wenn du mein Geschenk hast. Oh, Mausebein, das kannst du doch nicht tun. Und ob ich das kann, Karlchen? Du solltest dich besser beeilen. Aber Mausebein... Oh je, jetzt sitze ich aber wirklich in der Patsche. Habt ihr eine Idee, was ich Carla zum Geburtstag schenken kann? Egal, ob Schmuckgold oder Diamanten, schreibt eure Ideen mal in die Kommentare. Stimmt, ist da was Feines dabei. Und wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie es weitergeht, dann klickt ihr oben auf das Karlchen-Logo und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nichts mehr. Und hier drüben sind zwei weitere Abenteuer, die ihr euch gerne mal anschauen könnt. Ich überlege mal, was ich Carla noch besorgen könnte. Also, bis zum nächsten Mal.